Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von DayZ. Bevor das richtige Video beginnt, vorweg noch ein paar Infos. Und zwar habe ich ja auch einen eigenen Discord-Channel. Den findet ihr in meinem YouTube-Profil oder in einer Videobeschreibung. Und wenn ihr meinem Discord-Server beigetreten seid, dann müsstet ihr einmal bitte die Regeln akzeptieren. Das wäre dann einmal hier der grüne Button und einmal hier der blaue Button. Beide bitte mit Linksklick bestätigen. Diese findet ihr hier in den Regeln. Und danach erhaltet ihr den Zugang zu hier diesem Channel Community Server Info und da stehen alle Zugangsdaten für unseren DayZ Community Server drin. Ich würde mich freuen, wenn du ein Teil meiner Community wirst. Und falls dir meine Videos gefallen, dann lass mir doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von DayZ. In der letzten Folge sind wir ja zum Pavlovo Military gefahren. Das ist ja eine statische Toxic Zone. Dafür benötigen wir ja die ganzen ABC-Klamotten, inklusive Maske, Gasfilter und auf jeden Fall haben wir das alles gefunden. Und wir sind jetzt wieder auf dem Heimweg. Leider haben wir auch keine M4 gefunden, aber dafür haben wir die VSS und die S-Fall haben wir gefunden. Dafür haben wir halt keine entsprechenden Munition, aber ich spiele die eh nicht so gerne, aber zum Einbrechen, um halt irgendwelche Tore oder Wände einzuschießen, ist die Waffe einfach nur genial. Weil das ist auch die einzige Waffe, die die Munition hat mit 9x39 panzerbrechend. Also die ist extrem stark, die Waffe. Integrierter Schalldämpfer. Auch sehr OP. Ja, immerhin haben wir die zwei Waffen gefunden. Jetzt sind wir wieder auf dem Weg nach oben, zurück zu unserem Lager. Dann werden wir mal schauen, dass wir unsere Sachen dort verstauen. Aber da ich so gut wie keinen Platz mehr eigentlich habe, muss ich vielleicht mal schauen, dass ich irgendwie noch Zelte finde. So. Und wo finde ich am besten Zelte? Eigentlich ja überall. In irgendwelchen Dörfern und so. Bin ich gerade am Überlegen, deswegen gebe ich auch gerade nicht so viel Gas. Ich bin tatsächlich obwohl ich hätte eh keinen Platz mehr im Auto. Nee. Leute, wisst ihr was? Ich fahre jetzt erstmal hoch zum Lager. Und dann können wir ja mal schauen, dass wir vielleicht ein paar größere Städte abfarmen. Oder ein paar kleine Dörfchen. Ich glaube, bei Helikopterabsturzstellen liegen auch des Öfteren mal Zelte rum. Aber bis wir halt die Absturzstellen finden, könnte halt ein wenig dauern. So, dann müssen wir hier einmal nach links. Und es wird langsam wieder hell. Auf jeden Fall war es auch eine geile Erfahrung in dieser statischen Toxic Zone, gerade eben in Pavlovo in der letzten Folge, das mal bei Nacht zu machen. Und wenn ich jetzt eh gerade auf dem Weg bin zu unserem Zuhause, kann ich ja mal schauen, ob der Olga noch da steht, weil ich würde tatsächlich lieber den Olga dann mitnehmen. Ich habe ja einen Benzinkanister voll mit Wasser. Dann kann ich einfach den Autokühler austauschen, weil wenn du den Autokühler ausbaust von diesem Fahrzeug und den in ein neues Fahrzeug einbaust, ist die ganze Kühlflüssigkeit sozusagen nicht mehr beim neuen Auto drin. Und deswegen schauen wir jetzt gleich, ob der Olga noch dasteht und dann tauschen wir das Fahrzeug. Ich finde, das andere Auto liegt einfach viel besser auf der Straße, lässt sich viel besser in den Kurven handeln.
So. Finde ich auch eigentlich ein ganz cooler Stützpunkt hier. Das sind, glaube ich, zwei Zelte. Ja, genau, zwei Zelte. Und da haben wir hier. Können auch immer wieder mal ganz solide Sachen spawnen. Vielleicht steht ja jetzt endlich mal der Konvoi vor unserer Haustür. Weil das kann doch nicht sein, dass der Konvoi nie spawnt. Also ich habe ihn noch nie gesehen. Aber auf der Map wird ja angezeigt, dass der sozusagen, wenn ich bei mir bei dem Tor rausgehe, einfach geradeaus bei dieser anderen Hütte, dass da ein Konvoi spawnen kann. So, jetzt muss ich bloß noch mal schauen, wo das genau war mit der Olga. Ja, ich dachte, da ist ein Zaun. Jetzt wollte ich nach links ausweichen, aber da ist kein Zaun. Aber da müsste ja ungefähr da hinten sein, auf der Höhe. Das war fucking close, Leute. Da hinten bei der Hütte. Ich glaube, unser Olga steht noch da. Ja, unser Fahrzeug steht da. Dann nehme ich selbstverständlich dieses Fahrzeug mit. So, was fehlt denn eigentlich hier bei dem? Zündkerze und Kühler. Da liegen sogar noch Sachen drin. Da ist sogar noch der Olga-Reifen. Und der Ada-Reifen. Aber tatsächlich schmeiße ich jetzt einfach alle Sachen raus, weil wir den Platz brauchen für unsere anderen Items, die was wir gefunden haben. So, dann nehme ich einmal kurz den Kühler in die Hand. Und zwar, jetzt möchte ich mir kurz reinsetzen. Genau, jetzt ist der Kühler hier unten, sieht man das, der ist jetzt auf rot, die Anzeige. Und deshalb, der Kühler ist leer. Dann brauchen wir noch die Zündkerze. Wie schaut denn eigentlich der Kühler aus? Der ist noch makellos. Okay. Perfekt. Und dann würde ich sagen, schlichten wir mal alles um. So. Dann können wir alles hier schön einsortieren und ja keinen Platz verschwenden, weil vielleicht kann ich ja dann doch noch ein paar Sachen, die was ich jetzt hier vom alten Auto rausgeschmissen habe, also von der Olga gerade eben rausgeschmissen habe, vielleicht kriegen wir ja die doch irgendwie noch rein. So. Dann nehme ich einmal den Kanister und fülle mal den Autokühler auf. Ach, ich habe ja schon alles genommen. Ich habe irgendwie komischerweise immer noch den Sound von der Toxic Zone. Das mit dieser Gasmaske. Oder ich täusche mich. Aber ich könnte mal den Sound ein wenig höher stellen. Weil jetzt fahre ich ja gerade nicht. Vielleicht hört ihr das dann, was ich meine. Aber tatsächlich kriegen wir echt so gut wie alles ins Auto, glaube ich. Dann könnte ich sogar vielleicht noch hier vom Boden, ich denke mal, ich nehme tatsächlich die Bison noch mit. Die Knochen könnte ich eventuell vielleicht gebrauchen. Ansonsten, wie schauen denn eigentlich die Reifen aus? Hier ist ein demolierter und hier ist ein abgenutzter. Kriege ich den Reifen? Ja, den kriege ich auch noch rein. Er kann es
Kann es sein, dass der Olga mehr Platz hat? Ja, natürlich hat der mehr Platz. Der Olga hat 400 Platz. Das wusste ich tatsächlich gar nicht. Aber gut zu wissen. Dann könnte ich vielleicht sogar noch... Nee. Okay. Dann habe ich eigentlich alles mitgenommen, was ich brauche. Perfekt. Dann tauschen wir somit einmal das Auto aus. Oh ja, das Handling von dem Fahrzeug ist definitiv besser. Aber ich müsste einmal nochmal den Sound runterstellen, weil man mich dann so schlecht versteht. So, jetzt fahren wir noch in die Scheune rein. Ich könnte ja auch rein theoretisch, könnte ich dann nochmal den Autokühler und die Zündkerze nehmen, hochlaufen zum Fahrzeug, zum anderen, und könnte es mir auch nochmal in die Garage stellen, einfach für den Lagerplatz. Ich glaube, dass ich das tatsächlich mache, weil ich glaube, ich habe keinen weiteren Autokühler mehr in meinem Lager drin stehen. Wir können ja einfach mal noch mal kurz grob durchschauen, ob ich vielleicht doch einen habe. Und die Bremsen sind auch definitiv besser beim Olga. Ach, ich habe ja gar keine Tür hier. Okay. Ich setze euch mal kurz einen Cut, weil ich den Zahlencode benutzen muss. Wir sehen uns gleich wieder. So, Leute. Ich habe mein Tor aufgemacht. Jetzt fahren wir mal hier die Kiste rein. Und das andere Fahrzeug, das kann ich halt dann echt als Lagerplatz benutzen, weil ich eh nicht mehr allzu viel Platz habe. Und deswegen, ja, nee. Ich habe echt fast keinen Platz mehr. Und ich habe auch keinen Autokühler mehr. Okay. Dann würde ich sagen, nehme ich den Autokühler. Scheiße, ich hätte jetzt den Benzinkanister mit Wasser hätte ich dort lassen können, aber ich krieg den trotzdem rein. Okay, hat sich erledigt. Dann machen wir das einmal so. Dann brauche ich einmal die Zündkerze und einmal den Autokühler. Und dann laufen wir mal hoch, holen das andere Fahrzeug schnell. Aber Leute, ganz ehrlich, solange ich jetzt hochlaufe, werde ich euch jetzt hier einen Cut setzen, weil bis ich jetzt da oben bin, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich jetzt die ganze Zeit erzählen sollte. Wenn ich was zu erzählen habe, schalte ich einfach wieder zurück. Wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, wir sind gleich beim Auto. Ich glaube, ja genau, hier steht's. Perfekt. Jetzt holen wir uns das Fahrzeug noch als Lagerplatz. Weil den Kübel, den werde ich nicht mehr hernehmen zum Fahren. So, dann schmeißen wir den Autokühler rein, die Zündkerze rein, füllen den Autokühler mal nach. Und dann steigen wir mal ein. Ah, Moment. Dann kann ich ja auch theoretisch noch die restlichen Sachen mitnehmen, die was hier liegen. Wie zum Beispiel den Longhorn, die USG, die MK2. Ja, ansonsten, den Rest brauche ich nicht. Ganz ehrlich, brauch's nicht. Starten wir mal das Ding. Habe ich die Zündkerze noch nicht reingelegt? Ich habe doch die Zündkerze reingelegt. Nee. Nö, jetzt, ey Leute. Jetzt ist tatsächlich die Autobatterie leer. Oh ja, Mann, ey. Okay. Dann laufe ich mal eben nochmal kurz runter. Wir sehen uns einfach gleich wieder. So. Ich bin jetzt wieder auf dem Weg dahin. Ich habe jetzt die Batterie eingepackt. Was mir jetzt gerade tatsächlich eingefallen ist, was ich noch machen könnte.
Ich hole mir jetzt das Auto da hinten schnell und dann fahre ich da hinten irgendwo, genau da hinten am Horizont, sieht man das? Da sind noch Scheunen. Da kann ein LKW spawnen. Eventuell fahre ich da mal kurz hin und schau mal nach, ob der LKW da ist. Weil falls der da ist und dem nur eine Batterie fehlen würde, würde ich mich auf die Suche machen nach einer LKW-Batterie. Und dann würde ich tatsächlich, glaube ich, den LKW noch mitnehmen und den auch bei uns ins Lager reinpacken. Einfach nur als Stauraum oder halt um mal irgendwie Baumstämme oder Metallbleche, also halt diese ganzen Baumaterialien und sowas zu farmen. Da ja der LKW, ich glaube, du kannst da 50 Baumstämme reinhauen. Ich glaube, 250 Bretter oder 100, nee, Moment. Ich glaube, 100 Metall, 50 Metallbleche waren das. Ich glaube, 100 Baumstämme und 200 Bretter. Und deswegen kann man halt mit dem LKW sehr gut diese Baumaterialien farmen. Weil du musst halt dann sozusagen nicht diesen Storage-Platz vom LKW selbst nutzen, sondern halt einfach diesen Zusatzplatz kannst du dann einfach hernehmen. Er hat sozusagen nochmal so einen Zusatzslot extra dafür. Und du kannst ja, glaube ich, beim LKW noch vier von diesen Holzkisten reinhauen. Und soweit ich weiß, auch vier Fässer. Wo war denn jetzt das Fahrzeug? Ist das hier? Ja, da sehe ich es doch schon. Da ist doch die Motorhaube offen. So, jetzt aber. Den Kochtopf kann ich wieder wegpacken. Eigentlich bräuchte ich ja noch den Stromgenerator, den könnte ich eigentlich auch noch holen. Und einen Batterielader könnte ich tatsächlich auch noch gebrauchen. So, aber jetzt fahren wir erstmal kurz hoch zu der Scheune und schauen mal, ob der LKW vielleicht da steht. Jetzt fahre ich doch wieder mit der Kiste rum. Aber egal. Ich will ja nicht weit fahren. So, wo war denn jetzt die Scheune? Da hinten. Okay. Also wenn ich jetzt gleich einen Unfall bauen sollte, dann schalte ich sofort die Folge aus. Und beende auch sofort die Folge. Oh, Helikoptercrash ist da hinten. Sehr schön. Den holen wir uns auch noch. So, dann schauen wir mal, ob der Truck da steht. Ich glaube, der sollte. Entweder sollte der hier stehen oder hier. Aber ich glaube, der sollte genau hinter uns jetzt stehen. Aber der ist da leider nicht. Aber egal. Ich wollte ja nur kurz mal vorbeischauen, falls halt irgendwie der LKW hier stehen sollte, wisst ihr? Dann hätte ich halt versucht mitzunehmen. So, dann fahren wir mal hoch zum Heli-Crash. Vielleicht finden wir da noch mal das ein oder andere geile Item. Ach stimmt, hier oben gibt es ja auch noch mal so ein Military. Oh ja. Yeah. Schön gecrashed. Ich fahre jetzt einfach schnell die ganzen Zombies hier um. Ein E-Bloß 4 Stück. So, und dich nehmen wir auch noch mit. Und das war's. Sehr geil. Dann schauen wir mal, was es denn hier so gibt. Eine taktische Weste. Schauen wir mal kurz beim Zombie. Nee, der hat nichts. Das wäre ein Dschungelstiefel, ein Sturmhelm. Aber die Dschungelstiefel sind grün. Sind die? Die sind gut isoliert. Aber ich nehme die, glaube ich, tatsächlich mit. Ich mag die Dschungelstiefel eigentlich. So. Und ansonsten
liegt hier jetzt erstmal auf dem ersten Blick nichts mehr. Dann schauen wir mal hier noch kurz rein. Da haben wir Sturmstiefel, was für die M4, ein Sturmrucksack, ein Weiger-Magazin und eine USG haben wir nochmal hier. Die nehme ich jetzt einfach mal mit. Aber ansonsten tatsächlich nichts Besonderes. Ich habe jetzt irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Die Sturmstiefel nehme ich aber auch nochmal mit, damit ich Ersatzschuhe habe. Weil ich glaube, im Lager habe ich gar keine anderen Schuhe mehr. Naja. Ein Versuch war es mal wert. Moment mal, ich schaue mal ganz kurz auf die Map. Und zwar sind wir ja hier. Hier könnte ein Humvee spawnen und hier ist noch ein Autospawn. Und wo soll der sein? Moment mal, hier ist der Weg. Hier ist der Helicrash, hier ist der Weg. Das heißt, hier runter. Also hier sollte ein Auto stehen. Oder hier könnte halt ein Auto stehen, aber ich glaube, das steht da nicht. Ich glaube, hier bei dem blauen Wagen war das. Nee, aber da steht keiner. Aber gut zu wissen, dass hier in der Nähe auch so ein Jägercamp ist. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir mal wieder zurück zu unserer Base. Fahre ich einfach da hinten kurz bei den Bäumen vorbei. Aber da mache ich ein bisschen langsamer. Ja, schade, dass der Truck da nicht ist. So, dann stellen wir das Auto dann in unser Lager rein. Und dann benutzen wir halt immer die Olga zum Fahren. Ich bin so gespannt, wann ich zum ersten Mal diesen Konvoi vor meiner Haustür finde. Ich wirklich, also irgendwie glaube ich da überhaupt nicht dran, dass ich den finde. Ich weiß auch tatsächlich gar nicht, wie viele Konvois es auf der Map gleichzeitig gibt. Oder was die halt für einen Zeitabstand haben, in dem die spawnen. So, geile Sache. Da haben wir wieder zwei Fahrzeuge, aber mir fehlen halt dann noch die Teile für das Fahrzeug, damit ich sozusagen beide benutzen kann. Aber ich würde sagen, das ist erst einmal ganz gut so. Dann schmeißen wir den Autokühler und die Zündkerze hier rein. Und dann könnten wir auch tatsächlich die Batterie austauschen, weil die ist besser. Dann machen wir das einmal so. Dann, bevor ich es vergesse, fülle ich den Autokühler nochmal auf. So. Und den Benzinkanister müsste ich eigentlich dann hier lagern. Weil dann könnte ich einfach hier so ein paar Waffen drin verstauen. Wie zum Beispiel hier die S-Fall. Die könnte ich hier auch verstauen. Machen wir das so. Hey, oh, cool. Das wusste ich gar nicht, dass ich den Longhorn hier im Halfter haben kann. Hey, dann würde ich sogar vielleicht die Waffe immer mitnehmen. Ich finde den Longhorn eigentlich immer sau cool. Bison, MK2. Moment mal, dann kann ich ja.
Ach nee, das ist ja nur. Doch, dann könnte ich sogar die MK2 auch mitnehmen. Ja, cool. Zwei Pistolen könnte ich mitnehmen. Immer. Zusätzlich. Was halt jetzt nicht wirklich viel Sinn macht, aber. Mein Gott. Dann mache ich hier die Schuhe noch rein. Und dann schaut es doch eigentlich erst einmal ganz gut aus. 9 mal 39. Dann bräuchte ich halt noch. Ja. Die Munition dafür und jeweils die Magazine auch dafür. Ja, ist doch eigentlich soweit alles perfekt. Oder habe ich vielleicht hier ein S-Voll-Magazin von irgendeinem Kerl aus unserer Community? Vielleicht wurde mir ja mal hier eins reingelegt, aber ich glaube. Ich glaube nicht, da sind bloß ein CR-Magazin, auch ein CR. Nee, da ist kein S-Voll-Magazin oder kein VSS-Magazin. Hier glaube ich auch nicht, weil hier sind nur Bausachen. Genau. Aber was ich ja noch machen wollte, ich wollte den Reifen tauschen. Das kann ich jetzt noch machen. Kommt, das machen wir noch schnell. Nehmen wir einen Radmutterschlüssel in die Hand. Jetzt weiß ich halt bloß nicht. Nee, das ist er nicht. Das ist er auch nicht. Und zwar, das ist der. Dann montieren wir den mal ab. Abmontieren. Ach so. Moment. Moment. Wie kann ich jetzt den Reifen nehmen? Weil ich kann die ja. Weil wenn ich den montiere, dann ist der ja fest. Richtig? Genau, dann ist er festgezogen. Also dann kann man ihn sozusagen nicht mehr abmontieren. Aber wieso kann ich den Reifen nicht nehmen? Das könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare reinschreiben, wieso ich den Reifen nicht nehmen kann. Weil früher konnte man ja einfach die Reifen immer abnehmen. Das verstehe ich jetzt nicht. Weil ich kann die ja auch nicht einfach so tauschen, oder? Wenn ich den jetzt sozusagen in der Hand habe und da drauf schaue. Nee, das funktioniert nicht. Ja, Leute, schreibt mir das mal gerne in die Kommentare rein. Weil ich weiß auf jeden Fall, dass man früher immer einfach die Reifen abnehmen konnte. Aber anscheinend geht das nicht mehr. Okay, ich würde auf jeden Fall sagen. Wir beenden hiermit die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonnieren und liken nicht vergessen. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge. Ciao.